Also darauf freue ich mich gar nicht, das sind die Nudeln aus der Hölle. Aber es ist mega scharf. Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich nicht nur scharfe Nudeln essen. Ich werde alle scharfen Nudeln essen. Die habe ich nämlich alle hier. Das sind so die geschmacklichen Sachen. Das sind die ultrascharfen Sachen. Ich zeige euch mal, welche Sorten ich habe schnell. Carbonara, Käse, Curry, Jajangmyeon. Mala, eine sehr unangenehme Schärfe. Die ganz klassischen scharfen Nudeln. Zweimal so scharfe Nudeln. Scharf, aber Stew-Type, also so suppenartig. Boah, krass. Und die werde ich jetzt alle essen. Und zum Glück habe ich heute noch nichts gegessen. Ja. Das sind alle Nudeln, Leute. Und ich glaube, der anstrengendste Teil in diesem Video war das Kochen. Gleichzeitiges Kochen. Boah. Aber ich freue mich schon voll, weil ich die ganze Zeit alles riechen musste. Und jetzt kann ich eigentlich alles essen. Ich habe von jeder Packung einfach die Hälfte genommen, weil sonst würde ich es nicht schaffen. Das sind jetzt immerhin noch 4 ganze Packungen, weil ich von 8 die Hälfte genommen habe. Ja. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Mit dem Scharfen. Dann hätte ich das Schlimmste hinter mir. Und dann könnte ich die ganzen geschmacklichen Sachen testen. Oder ich mache abwechselnd. Und wenn ich die ganz scharfen nehme, sind ja meine Geschmacksknospen tot. Ich fange einfach mal mit den ganz normalen scharfen Nudeln an. Die hier sind ganz klassik. Der Kanal befasst sich schon seit über 3 Jahren mit diesen Nudeln. Aber euch gefällt das ja. Und immer wenn ich so Touristenfans in Berlin treffe, haben die zufälligerweise die scharfen Nudeln gekauft und kommen dann zu mir. Oh mein Gott, Hazel, wir haben jetzt endlich geschafft, die scharfen Nudeln zu kaufen, weil wir in Berlin sind. Und dann treffen wir dich. Und das ist schon cool. Die Normalscharfen sind auch schon sehr scharf, aber für mich sehr erträglich und auch sehr, sehr lecker. Das ist auf jeden Fall ein gutes Anfängermodell. Das ist so lecker. Wenn ich ein reicher Student gewesen wäre, würde ich das jeden Tag essen. Aber ich war kein reicher Student. Ich habe mich natürlich informiert über den Schärfegrad, damit wir alles gut vergleichen können. Und zwar, don't judge me, weil ich ein 10S habe. 4404 Schuh. Ich weiß jetzt nicht, was Schuh heißt, aber auf jeden Fall ist es auf Platz 4 der schärfsten Nudeln. Mhm. Also wenn ihr Platz 4 schaffen würdet, dann könnt ihr schon richtig stolz auf euch sein. So lecker. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Und so ging die erste Portion weg. Wir haben zwar jetzt mit dem normalen angefangen, um einfach zu wissen, so, das ist der Standard. Aber fangen jetzt wieder an mit dem leichtesten. Das leichteste ist tatsächlich etwas, was ich noch nie gegessen habe in dieser Form. Jajangmyeon. Jajangmyeon ist nämlich eine schwarze Bohnenpaste aus Korea und deswegen ist es so braun. Ich weiß, es sieht am Anfang richtig unappetitlich aus, aber diese Paste ist so lecker. First impression. Das ist nicht das letzte Mal, dass ich das essen werde. Die schwarze Bohnenpaste kommt richtig gut durch. Und falls es diese Nudeln bei euch nicht gibt, die Paste gibt es 100% im Asiamarkt. Müsst ihr nur darauf achten. Und wenn ihr die Paste habt, dann könnt ihr auch einfach Spaghetti kochen und die Paste reinmachen. Es schmeckt eigentlich auch. Haben wir auch schon mal gemacht. Also ich bin sehr begeistert, dass es wirklich so schmeckt, als hätte ich selber gekocht, obwohl es ja eigentlich instant ist. Hier sind sogar so Gemüseflocken. Genauso wie ich das machen würde selber. Und die Geschmackssorte Jajangmyeon ist auch scharf. Und zwar hat sie 1920 Schu, ist aber trotzdem der letzte Platz. Also falls ihr wirklich keine Schärfe vertragen könnt, ist das was für euch. Schmeckt auch so gut, dass ich es gleich aufgegessen habe. Okay, das war der 8. Platz. Steigern wir uns. Dafür hole ich mir aber jetzt erstmal eine Tasse Milch. Das hier ist ungesüßte Mandelmilch von Dirk. Schmeckt auch so. Jetzt testen wir Platz 7. Und das ist Cheese. Cheese kam auch schon in unseren Videos sehr, sehr oft. Ich glaube, in meinem koreanischen Mukbang habe ich das mal gegessen. Aber als Suppe. Und das ist natürlich nicht so gut, wie wenn es gebraten wird. Apropos Suppe, ich habe voll Angst vor dem da. Das sieht tödlich aus. Also Käse schmeckt gut. Warum schmeckt alles gut? Werde ich hier irgendetwas testen, was mir nicht schmeckt? Wobei der Käse schon so artificial schmeckt, also künstlich. Ich weiß auch gar nicht, nach welcher Käsesorte es schmeckt. Ich versuche es einfach mal rauszulesen. Hier steht einfach nur Cheese Flavor Powder, also schon künstlich. Man sollte echt nicht lesen, was das da, was alles drin ist, weil das klingt alles nicht so gesund. So, das war meine dritte halbe Portion und der Hunger, der legt sich langsam. Vielleicht wird die Meinung dann ehrlicher, weil wenn man Hunger hat, bewertet man auch alles so positiv. Also die Cheese-Sorte war schon scharf, finde ich. Es hat 2323 Chu, das sind schon mal 400 mehr als die davor. Und ich spüre es. Aber das nächste, was ich essen werde, ist
fast ähnlich. Es hat jetzt nur ein paar Schuhe mehr. Und das ist Carbonara. Schreibt mal in die Kommentare, wer Carbonara liebt. Irgendwie ist Carbonara schon eine der Lieblingsgeschmackssorten, weil er mag auch Spaghetti Carbonara. Alles ist gerade so scharf in meinem Mund, dass die Carbonara richtig angenehm ist. Und vielleicht könnt ihr es ja auch sehen, es sind andere Nudeln. Die sind ein bisschen dicker und welliger. Ich kann es euch ja mal zeigen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Nudeln. Das hier sind die für die Carbonara zum Beispiel. Und die anderen, die ich bis jetzt gegessen habe, hatten diese Nudeln. So, der einzige Unterschied ist, dass das hier wirklich dicker ist. Was braucht es, um die Carbonara-Soße aufzusaugen? Aber falls ihr euch wundert, Schinken ist hier nicht drin. Da ist irgendwie nur so Käsepulver. Aber super carbonarisch ist das nicht. Was sagt denn der Carbonara-Liebhaber? Bisschen süß. Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist wirklich die erste Sorte von denen, die ich hier gerade gegessen habe, die süßlich ist auch. Ist was für den westlichen Gaumen. So, jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte angekommen, aber die aller schärfsten Nudeln, die habe ich auch. Das erfahrt ihr dann später. Es ist nämlich eine 9. Sorte, ein ganz neues Level. Als nächstes kommt erstmal meine Hasssorte. Es ist Mala. Im Internet kursiert das Gerücht, dass Mala schärfer ist, also das Schärfste. Ist es tatsächlich nicht, weil es ist Platz 5. Es ist also noch weniger scharf als die normalen Schärfen. Aber das Problem ist, es ist eine ganz andere Schärfe. Also darauf freue ich mich gar nicht. Das sind die Nudeln aus der Hölle. Diese Nudeln hätte ich auch blind erschmecken können. Ich mag es einfach nicht. Also Mala ist Pfeffer und zwar ist es chinesischer Sichuan-Pfeffer. Und Pfefferschärfe ist die Schärfe, die ich nicht vertragen kann. Ich mag zwar Pfeffer überall so, aber keinen scharfen Pfeffer bitte. Geschmacklich finde ich es jetzt auch nicht super geil oder so. Einfach nur Nudeln mit scharfer Soße. Okay, so wie alle hier, aber irgendwie schmeckt mir das nicht. Und ich heb mir meinen Hunger auf. Dirk. Ist scharf? Einfach komisch. Also ich würde es schon blind erschmecken können. Ja. Und gerade ist es so, dass die Schärfe auf meiner ganzen Zunge liegt. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Fläche meiner Zunge brennt. Deswegen esse ich das auch ungern freiwillig. Nur für Videos. Aufgegessen schon. Sag uns schnell deine Meinung, Dirk. Ja, sehr pfeffrig. Du hast einen wunderschönen Lippenstift. Nicht vor der Ehe. Wenn ihr auf Pfeffer steht, könnt ihr es gerne testen. Diese Nudeln hatten 2800 Schuh. Gehen wir zu etwas Neuem, was ich noch nie gegessen habe. Und das soll sogar schärfer sein. Es ist Curry. Auf der Verpackung ist sogar eine süße Genie-Lampe drauf. Sieht auch so aus, als ob es direkt aus der Hölle kommt. Also die ich davor gegessen habe, hatten 2800 Schuh. Und hier ist mal richtig Level Up auf 3800. Also nochmal 1000 mehr. First Impression. Sehr, sehr Curry-lastig. Sofort scharf geworden. Aber irgendwie ist es zu viel Curry-Geschmack. Aber das finde ich eigentlich gut an denen, weil die kriegen die Geschmackssorten richtig gut raus. Also geschmacklich ist es alles immer top. Und man kann ja selber entscheiden, wie viel Soße man reinmachen möchte oder nicht. Aber es ist mega scharf. Scheiße. Probier du mal. Voll scharf, oder? Nani? Aber es legt sich direkt... Sobald es drauf liegt, liegt die Schärfe auch drauf. Ne? Scheiße, wie soll ich denn weiterkommen? Ich bin gerade mal bei dem 5. Ich muss auch sagen, das ist geschmacklich. Schmeckt es mir nicht so geil wie alle anderen Sorten. Halt einfach ist viel zu scharf. Curry-Geschmack ist mega stark. Ungeil. Komm, noch eine Chance. Ich frage mich halt bloß, würde es geil schmecken, wenn ich weniger Soße reinmache? Weil Currygeschmack ist zu intensiv, die Schärfe ist zu stark. Würde ich es mir nochmal kaufen? Bei den geilen Sorten weiß ich nicht. Na. Okay, Leute, chronologisch würden wir jetzt zum Original kommen. Habe ich aber schon am Anfang gegessen. Das bedeutet, wir kommen schon zu den drittschärfsten Nudeln. Die haben 4700 Schuh. Viele würden jetzt in den Kommentaren schreiben, viel Spaß danach auf der Toilette. Aber trust me, ich hatte noch nie Probleme. Ich bin halt die Ramen-Queen, die Feuernudeln-Ramen-Queen. Ich vertrage es, wenn es reinkommt und ich vertrage es auch, wenn es rauskommt. Dirk nicht. Ich nicht. Ich überhaupt nicht. Jetzt kommt etwas, wovor ich mich befürchte. Und zwar ist es... Stew-Teil. Es ist ein Ticken schärfer als die Original, aber immer wenn irgendwas mit Wasser ist, weiß ich, dass es super scharf ist. Vor allen Dingen ist das Wasser hier auch gar nicht super flüssig, sondern so richtig eingezogenes Wasser. Bilden wir uns einfach ein, es wäre Spaghetti Napoli. Boah, das schmeckt voll geil. Also es ist ja jetzt wirklich zum ersten Mal, dass es wirklich eine Stew-Sorte ist, wirklich. Und irgendwie schmeckt es richtig wie Hot Pot. Aber die Schärfe kommt gleich und meine Nase läuft. Okay, Nase ist geputzt. Schmeckt wirklich, wirklich lecker. Da sind sogar so Algenflocken drin. Deswegen schmeckt es auch so fischig. Wie ein richtig guter Hot Pot.
Und die Schärfe ist irgendwie so super angenehm für mich. Ich glaube, das ist die perfekte Schärfe für mich. Ich meine, so lecker. Und die Nudeln sind so weich. Ich liebe es, neue Sachen auszutesten und dass sie mir dann auch schmecken. Aber es ändert nichts daran, dass ich sehr, sehr satt bin. Hilfsmittel. Super, super geil. Ja, du und ich haben einfach den gleichen Geschmack. Das nächste Mal, wenn wir Hotpot kochen, nehmen wir einfach von dem die Soße und kippen es in den Hotpot. Okay, Leute, machen wir uns kurz sauber. Trinken wir noch ein Glas Milch. Das wird grenzwertig, denn jetzt kommen die zweitschärfsten Nudeln. Die heißen Heck und die sind wirklich zweimal so scharf, denn die haben 8700 Chu. Okay, ciao. Aber ich habe die schon so oft gegessen. Ich habe die sogar im Wettessen mit Unge gegessen. Und ich habe gegen die Prank Bros gewonnen. Ja, für mich ein Klassiker. Und ich glaube, wenn deine Zunge eh schon am Sterben ist, macht es keinen Unterschied mehr, was du isst. Aber irgendwie habe ich die noch nie wirklich langsam gegessen, sondern immer nur so im Wettkampf schnell. Tut's weh? Es kann nichts mehr wehtun, wenn du innerlich tot bist. Es tut nicht mehr weh, es schmeckt einfach nur noch. Das Problematische ist einfach nur, dass ich keinen Hunger mehr habe. Aber ich merke es, dass die zweimal so scharf sind. Joke. Ja, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt den Sinn aufzuessen so. Ich kenne sie ja. Mach das nicht. Denk an die Toilette. Dirk geht direkt auf Toilette. Überscharf. Okay, Leute, ich kann nicht mehr. Aber ich kann diese ganzen Schärfestufen durchaus nachvollziehen. Ist wie so beim Sushi-Essen. Eine Platte nach der anderen. Aber wenn ich jetzt bewerten würde, würde ich sagen, das hier ist mein least favorite. Danach kommt Curry, weil von den beiden ertrage ich die Schärfe irgendwie nicht. Danach kommt Cheese. Also es schmeckt schon geil, aber die Carbonara schmeckt halt besser. Danach kommen die zweitschärfsten. Die schmecken zwar richtig geil, aber sie sind halt für den Alltag nicht. Danach kommt Carbonara. Schmeckt mir zwar sehr gut, auch die Nudelkonsistenz ist geil, aber es schmeckt halt künstlich und ein bisschen süß. Und danach kommen erst die normalen Nudeln. Die sind bei mir auf Platz 3. Und jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Es sind zwei Sachen, die ich heute zum ersten Mal neu ausprobiert habe, die so geil schmecken. Einmal hier die Stew, einmal hier Jajangmyeon. Und ich glaube, dass Jajangmyeon gewonnen hat. Weil es ist halt einfach das, was am wenigsten scharf ist, was ich wirklich alltäglich essen würde. Und das ist schon scharf, aber schmeckt geil. Das hat gewonnen! Und nochmal zum Schluss ein kleiner Disclaimer. Ihr solltet auf jeden Fall nicht alles auf einmal essen oder auch täglich essen, weil wenn wir mal hinten schauen, was drin ist, ist es nicht so gesund. Das letzte, was ich gerade gegessen habe, heißt ja zweimal so scharf wie die normal scharfen Nudeln. Auch wenn es jeder YouTuber sagt, dass es die schärfsten Nudeln der Welt sind, ist es nicht. Die haben nämlich nur 8700 Chu und ich habe hier etwas vor mir liegen. Es hat 12.000 Chu. Wurde erst dieses Jahr rausgebracht und ich habe auch einen Monat gewartet, bis es ankommt. Deswegen will ich es mir auch für ein separates Video aufheben. Deswegen smasht unbedingt den Like-Button, damit ich sehe, dass ihr dieses Video wollt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie ich leide, weil 12.000 Schuhe, das ist schon irre. Ich kann es euch ja schon mal anteasern von der Seite. Aber mehr will ich euch nicht zeigen. Deswegen abonniert doch diesen Kanal, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist, was ihr schon getestet habt. Und folgt mir gerne auf Instagram, weil da schickt ihr mir immer die Sorten, damit ich es nicht verpasse, dass eine schärfere Sorte rausgekommen ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!